So, ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Secret World Legends. Heute wieder mit dabei Seraphin. Servus. Und wir haben in der Umgebung nichts mehr. Also die Mission haben wir schon angenommen. Das heißt, das werden wir jetzt noch abschließen und danach werden wir Richtung Leuchtturm marschieren. Ich wünsche euch viel Spaß und uns viel Glück. Gut, dann nach links hoch. Nee, noch nicht. Zuerst schau dich mal um. Fällt dir hier in der Umgebung noch etwas auf? Alles Ist grau. eher erhöht. Nee, nee. Was, nee? Nee, wie gehe ich da raufhatschen? Ach Gott. Es gibt hier nämlich in der Achterbahn Achso, ich habe das Monokel noch an. gibt es einen versteckten Erfolg und zwei Waben. Okay. Habe ich in der kürzesten Weg nach links, oder? Ja, zu mir. Nein, zu mir. Hä? Auf. Wie? So, wir betreten die Achterbahn auf den Schienen und laufen mal herauf. Vorsicht, dass du nicht runterfällst, sonst kannst du den ganzen Weg wieder von vorne gehen. Ja, das war mal klar. Also auf jeden Fall runterfallen. Okay. Das ist für ein komischer schwarzer Kreis. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Warum muss sie da oben sein? Noch eine Wabe. So, jetzt stellst du dich darauf. Stehe ich drauf, ja, jetzt stehe ich da oben. Und jetzt drehst du dich einmal langsam um 360 Grad. Ah, okay. Dach der Welt. Genau. Und jetzt einfach dem Weg folgen. Und sobald es abwärts geht, gehen. Nicht mehr laufen, gehen, sonst fliegst du nämlich runter in den Kurven. Du packst ein bisschen rum. Jo. Bist zu langsam. So, hier bleiben wir kurz stehen. Bei mir. Wieder, ja. Hier unten siehst du auch noch eine Wabe. Ja. Die holen wir uns nachher, weil sonst können wir den ganzen Weg wieder laufen. War doch eh lustig der Weg. Gib Gas. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen Loch, Pferdchen. Ich lasse jetzt mal ein bisschen vorlaufen. Ich bin eine Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn. Geh mal weiter, ich komme nicht zurück. Also. So, passt. So, jetzt den Weg wieder zurück. Bis wir halt dort runterspringen können. Naja. Nämlich der einzige Weg rauf. Ei. Weißt du, wenn die Ansicht nicht so grau wäre, dann hätten wir wenigstens was davon. Wenn du schön Ja, ich finde aussiehst. es nicht schlecht, dass das grau ist. Hebt die Stimmung, also passende Stimmung dafür, finde ich. So, und jetzt dann. Genau. Fertig. Jo, so und jetzt können wir uns hier noch für die Zeit vertreiben, indem wir ein paar Monster killen. Am besten wäre dieser Jacob Smith, dass wir den ein paar Mal killen. Okay.
weil da kommt immer wieder ein Wiedergänger. Und ja, da brauchen wir ja ein paar davon. Ja, steh genau zu mir. Also jetzt sind wir nur wieder gegangen töten, oder was? Ja, bis um circa Mitternacht. Dann kommt nämlich eine. Dann taucht nämlich ein Mob auf, der nur um Mitternacht hier auftaucht. Okay. Und der hat ebenfalls eine Wabe. Alter, ich komme da nicht durch, obwohl ich klein genug bin. Genial. Töten. Was? Oh, die Zeit vergeht zu langsam. Wir können uns auch einfach daherstellen und warten. Aber es ist langweilig. Oh. Langsam, ich sehe schon 20.22 Uhr in-game. Na gut, Leute, wir sehen uns dann um kurz vor Mitternacht wieder. Bis gleich. Bye bye. So, es ist jetzt nach Mitternacht. Genau gesagt 1. Unser Ziel ist nicht aufgetaucht, leider. Dürfte ein wenig verpackt sein. Desto trotz werden wir jetzt normal weitermachen und eventuell ein anderes Mal schauen, ob wir den Gegner finden. Ja, also wie gesagt, manchmal taucht das so auf und manchmal muss man im Chatfenster sich davor hinstellen, ja. Also vors Haus und Sleep eingeben. Okay. Also so oder so, also eins von beiden ist es. Warum hat er jetzt nicht auftaucht ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir müssen zu dem Haus, wo wir da ein paar Mal vorbeigelaufen sind. Bei Henderson's Gate. Okay. Das ist ja die Story-Mission. Weil sonst laufen wir den ganzen Weg doppelt. Okay. Musik ist angenehm. Wo ist er denn jetzt? Ja, ich bin vorm Eingang. Ja, wie ist mir die Gimmel? Jetzt renne ich da hinterher. Warte kurz. Eieieiei. Mit der Karte den ersten Teil finden muss. Ah, Blödsinn. Bin komplett falsch, war gerade bei dem Falschen. Wir haben sie auf der Karte markiert, wo wir hin müssen. Ja, da wollte ich ja hinlaufen. Ah. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. So. Laufen wir. Du bist angegriffen von der Vogelscheuche. Engen, 25 Vogelscheuchen töten. Genau. Verzaubert der Inselbewohner. So, was haben wir da? Gucken wir mal. Mit Hilfe der Karte. Wow! Ja, da kommen zwei, weil wir zu zweit sind. Na gut, das ist jetzt auch kein großes Problem. Außer, dass ich gerade betäubt worden bin. Ah, okay.
Im Park ist ein Teil hin, ja, das ist bei der alten Scheune von Winter gefunden, das vielleicht zu dem zweiten Teil führt. Oh, wie gehe ich zurücklaufen? Ja, warte, wir haben da aber noch die Nebenmission, Inselbewohner töten, das machen wir auch schnell. Okay, die will ich nicht kriegen. Nicht? Nö. Ja. Aber ich sehe eine Wabe. Ja, da oben. Das war... hier. Aber ich mach's einfach von da unten. Ah ja, genau, so. Aber ich vorher aufgesprungen bin, ja. Ich komm nicht hoch, oder was? Na geil, ich komme nicht hoch. Na hier, auf den? Ja. Dann darauf. Ah, jetzt da. Und dann, na dann zurück. Wie viele Inselbewohner brauchst du noch? Einen. Au. Hinten ist nämlich auch noch eine Wabe. Okay. Oh ne, nicht schon wieder rein, oder? Ne, ich glaube nicht. Rein müssen wir nicht. Wir müssen das hier. Ah, okay. Check the Light für den Kopf und diesen Tor. Wo lieben sie sich küssen? Schieben euch. Oh, jetzt dürfen wir Boot fahren. Ja. War eindeutig dieser Satz. Schwanenboot, Schwanenboot. Pferd in jedes Gleiter. Ach Gott, das ist halt schwer los mit mir. Mit der Schwanenboot. Das ist es ja, dass man. Die Story-Mission führt dich halt immer wieder dorthin, wo du eigentlich schon warst. Also. Meistens ist es besser, die Story-Mission zu spielen und nebenbei dann die Hauptmissionen zu machen. Sehen wir mal. Sieh der Liebenden. So, das Relikt ist hier hinten bei mir. Ja, sehe ich. Der Wiedergänger im Inneren. Ah, er hat auch eine Puppe in der Hand. Mhm. Auf das okkulte spezialisierten Auto finden. Was? Genau. Und das für ein Satz? Es ist jetzt hinten beim Leuchtturm. Ja, da wollten wir hin, ne? Genau. Darum habe ich hier gemeint, machen wir vorher die Nebenmission, weil sonst können wir die Story-Mission, sonst können wir den ganzen Weg doppelt rennen. Hm. Kommen wir da hinten raus? Müssten wir eigentlich rauskommen, da müsste der Durchgang sein. Noch eine Wabe bei einem Durchgang, ich weiß nur jetzt nicht bei welchem.
Was hast du gesagt, ist das für eine Nebenmission da? Mach das. Die seltsame Geschichten ist das da vorne, gell, das Buch. Die Nebenmission. Ja. Oh, ein Kanister. Haben wir hier irgendwas am Weg? Ja, direkt vor uns haben wir was. Ja, eine Nebenmission. Schönes Telefon. Feld der Albträume. Genau, das ist dann hier. Ah, da. Da ist so eine blöde Spiegelung drin, dass ich die Karte kaum sehe. Vogelscheuchen töten! Auch bei die Kettensäge, die kann man daneben, ne? Oh, ja. Das ist nicht Bonnie und Clyde, das ist Clyde und Bonnie. Genau. Das ist auch gut, ja. Na komm her. Geschlossen. So, und jetzt müssen wir halt eine Wabe holen. Ah, da, ja. Jetzt halt zum Leuchtturm. Ja, sogar da. Nein, da war auch gerade noch ein Boss. Wo ist der jetzt hin? Der ist unten. Ah, okay. Wo rennt ihr hin? Ich schieße die an und ihr rennt nur davon. Da ist eine Nebenmission. Ja, die machen wir dann nachher. Ja. Barbe. Na gut, auch wenn wir leider nicht alles herzeigen konnten, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch was, wir sehen uns, bis dann, tschüss, baba. Bye bye.